Klar, weil der 3 bis 4 tief ist. Ja, aber ich kann auch nicht rüberspringen. Hier kann man da drüber springen. Jetzt, aber eben hat's nicht. Ja. So Not nimmst du Holzkisten. Und denk dran, hier unten kommt Spikes rein, ne? Nur so nebenbei gesagt. Ah, ja. Du weißt schon, Spike, dein Hobby. Mehr weh als die normalen Spikes, die du so bauen kannst. Ich werd wieder verrecken. Ich werd wieder reinspringen. 10-mal? Nein, 5-mal. Ach so, Fahrrad kann ich noch bauen, ne? Also, Madeleine, du musst einen Screenshot nötigenfalls machen und das Handy dann weiter weghalten, weil dann wird es schärfer, wenn man reinzoomt. Die ist gerade weg. Eine Freundin von mir ist reingekommen. Warum bist du hier? Echt jetzt? Warum bist du hier? Okay. Du nimmst ja gern schon was raus, einfach hier so reinzukommen. Ach ja. Ja, das war doch so die Message. Warum bist du hier? Ja, Fenster aufmachen. Nee, nicht die Fenster aufmachen, da kommen nur Fliegen rein. Kann ich dir aus Erfahrung sagen. Was? Und Zombies. Und Zombies, ja. So, jetzt kannst du deine Medikits bauen. Kannst du da jetzt Chemiestation. Och, der verliert schon sein Interesse. Hast du gehört, ja? Ja, ich hab's gehört. Ich bin nur gerade gegen 4 Zombies am Kämpfen. Bin irgendwie ein bisschen beschäftigt gerade. Keine Ahnung, was. Keine Ahnung, was du machst. Ich komm morgen. Ich bin auf dein Schoß und dann geht's. So. 3 sind tot, einer fehlt noch. Ah, da ist er ja wieder. Na gut. Super. Glückwunsch, Sie sind gestorben. Am letzten gescheitert quasi. Okay. Na klar. Ja, klar. Soll ich dich rächen? Ja, kannst du machen. Gerne. Ich hab mich eh wieder, Leute. Ich bin gerade nicht da gespawnt, wo ihr seid. Ich bin am Standard-Spawn-Punkt. Ne? Doch, klar. Toll. Irgendwo ist ein Spider. Da ist der Spider. Ja, merkwürdig. Ach, Schnauze. Das ist irgendwie jetzt gerade sehr merkwürdig. Oh, da hat jemand einen Block mit einem Feuer drauf gebaut. Süß. Das könnte ich gewesen sein. Also, mein Schlafsack ist gerade auch nicht mehr da. Anscheinend hat der den nicht genommen. Irgendwie ist das merkwürdig ein bisschen buggy. Ja. Das heißt, liegt nur an euch. Also Madeleine, nur zum Hinweis, wir können euch reden hören, ne? Ich weiß. Ja. Überlegt gut, was ihr redet und was ihr ja nicht redet. Bonnie ist scheiße. Bleibt alles auf YouTube. Doch, das könnt ihr zum Beispiel. Warum ist hier eine Höhle? Okay. Merkwürdig. Was ist denn jetzt hier los, Alter? Was ist, Mathis? Wie kann ich dir helfen? Gar nicht. Was war das? Du hast gesagt, was ist hier los, Alter? Also, hast mit mir doch gesprochen. Was? Das war ein taktisches Sturmgewehr, was einen Bolt erschossen hat. Ach so. Ah, ich dachte schon, du hattest eine Fehlzündung. Also, der Sound von dem Ding ist geil, vor allem, wenn es einen Schalldämpfer drauf hat. Ja. Dann fertig. Aber ich habe immer noch keinen gefunden, ey. Leider. Ich habe zumindest jetzt mal eben ein Hühnchen getötet auf dem Weg. Das war ja schon mal sinnvoll.
Geht jetzt wieder die Fehlermeldung oder geht das jetzt noch oder kommst du drauf? Bei mir lädt's immer noch. Das ist aber eine lange Leitung. Ihr Laptop ist nicht ganz so schnell, deswegen, ja. Doch, Hauptsache, die können dann auch spielen. Ja. Also Stefan, denk dran, wir müssen noch einen tiefer, ne? Ja, ich weiß. Also da hinten habe ich jetzt den tiefsten Punkt eigentlich. Wobei die Dreier-Tiefe eigentlich schon ganz gut ist. Da springen sie auch schon nicht mehr raus. Ja, aber ich mache lieber einen tiefer, weißt du, weil dann da hinten ist das dann optimal, ne? Vier Erde und dann kommt ein Stein. Ja. Weil hier vorne liegen wir ein bisschen höher, deswegen. Machen wir halt die eine Steinschicht mit weg. Jetzt für die erste Hordennacht, denke ich mal, da brauchen wir noch nicht so viel an großer Verteidigung. Nö. Schauen wir mal. Habt ihr jetzt den Graben ganz durchgezogen? Nee, weißt du. Noch nicht auf kompletter Tiefe. Durchgezogen, ja, nicht Tiefe. Okay. Ich helfe euch. Hallo, war eine tolle Minute. Wie viel tiefer muss der noch? Kommt drauf an, an welcher Stelle du gerade stehst. Also ich bin jetzt Level 2 und hab direkt Fertigkeitspunkte gekriegt. Bei dir. Auf der Höhe. Du hast vier, noch zwei tiefer. Vier Fertigkeitspunkte plus das, was du im Pro-Level bist, ne? Also kannst du jetzt wieder das lernen, was du vorher auch gelernt hast. Ja, scheint so. War Alea hier auf der erstmal ein tiefer würde erstmal genügen. Okay. Aber dann machen wir hier die ganze Rückseite quasi auch schon mal noch eins tiefer und dann gucken wir weiter. Okay. Heute müssen wir den Endausbau noch nicht schaffen. Was? Ja, mit Level 2 bzw. mal unterdessen Level 11 habe ich nicht so viel Ausdauer wie du. Entschuldigung. Ich kann ja nichts dafür, wenn du mich anlügst. Hab ich ja gar nicht. Nein, ich hab nichts geplant, ich komm. Ja, ja. So ist Verlass auf die Leute hier. Ich hatte es ja vor. Dass wenn dann ein Anruf kommt, muss ich halt reagieren. Ach, hör auf. Immer diese Ausreden jetzt. Ja. Tja, ich habe auf jeden Fall ein riesen Spritlager gefunden. An der Tankstelle. Bei der Tankstelle im Keller, ne? Mhm. Ja, das ist nicht schlecht. Ich hab heute das erste Mal Grüne gehabt, ey. Die sehen richtig geil aus diesmal. Haben sie gut hingekriegt. Die sehen gut aus. Und die Ferals sind ein bisschen schwerer zu erkennen jetzt. Ja, das Augenleuchten unterscheidet sich von dem anderen nicht mehr so stark. Ja, die, also normal sind sie weiß, die Augen. Aber bei den Ferals ist das wieder so ein komisches Rot. Aber das ist ziemlich schwer dann, zumindest im Hellen zu erkennen. Ja. Aber die Grünen, die sind cool gemacht. Da stellt jemand Teller auf den Tisch. Mama. Mama, du musst doch nicht um das Essen weinen. Was? Ja, dachte ich jetzt zum Beispiel. Mama, wir kommen doch gleich essen. Du musst nur schreien. Naja, schreien vielleicht nicht. Wenn du gleich Miraculi schreist, was? Dann kommen wir gleich angereist. Alter, ich hab dir schon mal gesagt, hör auf mit dem scheiß Gelala. 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 Ich hab Ohrenkrebs, ey. Ja, so ist das. Ohrenkrebs live bei 7 Days to Die. Nur echt mit Players Level. Nirgendwo anders kriegst du so guten Ohrenkrebs. Bist du schon auf dem Server drauf, Madeleine? Nee, bin abgestürzt. Ah, na super. Was tut er? Abgestürzt.
Ja, vielleicht ist es wirklich zu viel für den Laptop. Da kriegt mein Sims 4 Spiel hin. Also wenn er Sims 4 hinkriegt. Also das hat... Und außerdem haben die das 7 Days so bearbeitet, dass die Prozessoren eigentlich jetzt nicht mehr so belastet sind. Das geht jetzt mehr auf DPU. Da habe ich meinen extra externe Speicherplatz hier. Tja, wie viel Speicherplatz hast du denn noch am Laptop? Vielleicht ist der Speicherplatz zu klein. Auf meinem Laptop selber weiß ich nicht so. Auf jeden Fall weiß ich nicht so viel, aber wo das Spiel jetzt drauf ist, da ist noch 100 oder so drauf. Keine Ahnung. Das reicht ja. Das reicht für die Karte. Die Karte, die ist ja nicht groß. Also. Ja, das ist, er lädt ja schon lang runter, ne? Die wird ihre Größe haben. Die hat doch schon runtergeladen. Die Karte runterladen, das hatte funktioniert. Und da kam. Okay, danach kam erst die Fehlermeldung. Ja. Okay. Dann wüsste ich nicht, was es noch sein könnte. Bei mir war das ja auch. Hast du die Grafik dann mal runtergestellt? Nee, das wollte ich jetzt gerade tun. Okay, gut. Vielleicht ist es deswegen, dass die Grafikkarte irgendwie zu langsam ist oder zu schlecht. Hatte ich ja auch. Ja. Ja, man muss ja nicht in der höchsten Auflösung spielen. Absolut. Nur in der zweithöchsten. So ein Unterschied. Ja. Ja, man muss sich einfach mit weniger manchmal zufrieden geben. Weniger ist manchmal mehr. Weniger ist manchmal mehr. Aber mehr ist manchmal schöner. Mehr ist auf jeden Fall manchmal schöner, sagen zumindest die Frauen. Wir sollten auch gucken, dass wir dann die Wand, die zur Base ist, dann auch irgendwann umbauen, ne? Auf Stein. Ja. Ja, ich komme gleich helfen, ich muss nur irgendwie... Am Anfang reicht das ja schon mal. Dann haben wir in der Base wenigstens Ruhe. Standardversorgung sorgen. Ja, Essen ist jetzt fertig, Alea. Ja. Ja, ist okay. Wir können jederzeit Schluss machen. Okay, tschüss. Ja, auch Mathis könnte theoretisch jederzeit Schluss machen. Was macht er denn jetzt? Ach, ich habe kein Holz, deswegen. Jetzt habe ich Stein genug. Ich fange an, Holz zu schlagen. Was ist das? Das war ein Motor. Mhm. Ich dachte schon, jemand zieht die das Klo ab. So wie das. Wer war das letzte Mal? Alex war das bei der letzten CS-Session. Er hat ein Bluetooth-Headset. Und ist dann während der Aufnahmesession dann aufs Klo gegangen. Mit Headset. Das ist selber schuld. Das war irgendwie lustig.
Man merkt total, dass man mit einer Axt dann hantieren ist, ne? Jetzt kriegt man wieder deutlich mehr aus dem Baum. Du hast eine Axt? Ja, ich war so frei und habe eine mitgenommen. Die, die ich da reingelegt habe, die 5er natürlich. Genau, natürlich. Aber die verbraucht doch ordentlich Ausdauer. Ja, das stimmt wohl. Ja, Stahlwerkzeuge auch. Ist ganz ungewohnt, so wenig Ausdauer zu haben. Bei mir auf dem Server habe ich deutlich mehr. Also ich bin froh, dass ich das auch schon gelevelt habe, jetzt zumindest in diesen Dings, um den Abbau und das alles. Das macht schon viel aus. Ja, allein dadurch, dass ich da den Graben komplett alleine ausgehoben habe. Hast ja auch viel gelevelt, ne? Ja, enorm. Ich glaube, ich mit Level 10 angefangen. Dann war ich Level 24, 26, so in dem Dreh. Nur durch den blöden Graben. Ich habe fast 1000 Holz zusammen. Dürft nur. Ja, warte. Meinst du, warum ich die 5er Axt mitgenommen habe? Dann dürft nur erstmal wieder genug Holz haben. Dann komme ich graben helfen. Also die Basistiefe von 3 hätten wir jetzt. Ja, ein tiefer. Mhm. Alea, du kannst essen kommen. Das ist die Höhe von hier hinten, ja. Dann, weißt du? Ja, ich weiß. Und du sollst Carina auch mitbringen. Ja. Obwohl die Basistiefe von 3 erstmal ja für den Anfang ausreichen würde. Ich habe jetzt noch nur die Tiefe genommen von der anderen Seite. Ja, nee, ist klar. Nur vielleicht sollte man noch ein paar Vorbereitungen für die Hortenbase schaffen. Oder wolltest du die erste Hortennacht hier machen? Ja, sicher. Achso, okay. Glaubst du wohl jetzt nicht, dass es die Horde hier die Base sofort zerstört? Ich würde die erste Horde immer da machen, wo wir wohnen. Die zerstören uns das schon nicht. Alles klar, okay. Und dann für die nächste Horde würde ich die Hornbase vorbauen dann. Also mir ist es gleich, kann man gerne so machen. Was hattest du mit dem Ding hier vor? Das soll auch noch weg, ne? So, okay, ich komm essen. Ja. Ja, aber ich mach das einfacher. Links und rechts vorbeigraben und dann in der Mitte zusammenstürzen lassen. Aber ich komm zurück, ich hab 1000 Holz. Spart auf jeden Fall Zeit. Also, das stimmt wohl, ja. Also das wäre jetzt zumindest die Tiefe, die ich nehmen würde. Wobei, wenn du jetzt hier noch die Spikes drauf baust, dann hast du ja wieder eine Dreierhöhe. Ja, Schlafsack. Und ich würde sowieso diese Holzspitzen nehmen, die ich reingebaut habe, hier diese Holzstämme. Ja. Weil die definitiv effektiver sind. Und wenn die umgedreht sind, sowieso. Hör auf zu schreien. Echt jetzt? Ist immer schlimm, ne, oder? So, was schätzen wir jetzt? Wie lange brauchen die zum Essen? Stündchen? Nein, Viertelstündchen. Halbstündchen. Ein Problem. Hi. Das hast du größer. Da kann ich doch nicht für. So. Da steht Alea. Ach ja, mein Schlafsack muss ich noch platzieren. Nee, weißt du, wir haben Scum gespielt. Mattes? Gleich wieder da. Ah, da ist mein Schlafsack. Der ist noch da. Nein, du musst ihn aufnehmen und den anderen. Wird er dir denn auf dem Kompass auch noch angezeigt als dein Schlafsack? Nee. Dann müsstest du mindestens einmal aufheben und wieder hinlegen. Mache ich gerade. Jetzt wird er angezeigt. Dann müsstest du beim nächsten Mal auch da wieder zurückkommen. Sehr gut. So, Klöße und Rotkohl, das klingt schon mal... Ich kriege Hunger, Leute. Ja, damit, mit dieser schönen Nachricht, endet die erste Folge von 7 Days to Die. Ja, wir sind gleich wieder da. Bis dann. Tschüss.